Schön, euch zu Part 21 begrüßen zu dürfen. Das ist der erste Part, den ich mit 17 Jahren aufnehme, von GTA zumindest. Und zudem nehme ich jetzt mit Half-Size auf. Und das bedeutet, dass ich jede 10 bis 15 Minuten einen Cut machen muss. Das heißt, bis halb darf ich zocken und dann muss ich schneiden. Die Quali sackt dann um die 30% mehr, aber die Videos sind nicht mal ein Fünftel so groß und gehen deshalb auch schneller zum Uploaden. Letztes Mal haben wir einen Truck geentführt. Und ich mache mal den Fernsehsound aus, wo mich der interessiert. Irritiert. Einen Truck geklaut und jetzt gucken wir mal, was wir dieses machen müssen. Erstmal will ich meine Mütze wiederholen. Zack. Und jetzt geht's raus in die schöne weite Welt. Wir haben um die 3000 Geld. Und die werden wir auch gleich verbraten. Wo ist mein Roller? Ah ne, den habe ich nicht hier geparkt. Das ist schlecht. Da ist kein Bulle, also... Oh, fuck. So, hinten ist ein D. D. Und vorne ist ein B. B. Aber wir fahren erstmal zu D. Wobei D für Dimitri steht, ne? Der war schuld. Ich glaube, hier war aber irgendwas Schlechtes. Ich glaube, das war ein Verräter. The Master and the Molotov. Molotov. Okay, da ist Dimitri. Da bin ich. Ich habe übrigens den Kontrast noch ein bisschen runtergeschraubt. Vielleicht sieht das so ein bisschen besser aus. Setz dich. Ich hoffe, der Sound ist auch wieder da. What's the problem? Wo liegt das Problem? What do you think? Was meinst du? Michael. Mr. Faustin. Mr. Faustin. Aha. You're given a choice. Du stehst vor der Wahl. Kill your best friend or töte deinen besten Freund oder sterbe. Was machst du? There's no way out. Es gibt keinen anderen Ausweg. Derzeit nicht. Nicht nachdem du Petrovichs Sohn umgebracht hast. Du hast keine Familie. Du könntest abhauen. Wenn sie einen finden wollen, tun sie es, egal wo man hingeht. Und für das hier wollen sie Blut fließen lassen. Aber du und Michael haben so viel miteinander erlebt. Klar. Naja, ich habe den Jungen umgebracht. Sie sind sicher hinter mir her. Nein. Ich sagte ihnen, du wirst ein Auftragskiller. Und sie sagten, sofern du ihn umbringst, würden sie dich verschonen. So läuft das also. Ja, so läuft das. Ja, geiles Zeug. Er wird bald das Haus verlassen und zum Nachtclub fahren. Tu, was du musst. Weißt du, wenn ich eins gelernt habe, dann das, dass wir uns an die Spielregeln halten müssen. Wir können das Spiel wählen, Niko Bellic, aber wir können nicht die Regeln ändern. Doch, man kann cheaten. Bis später. Hauste. Gut, ich glaube, wir müssen jetzt Mr. Faust den fetten Header in seinen Fuß reinschießen. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. Doch, geht zu Faustins Club. Das ist unser Auto, oder? Ja, ey, cool, dass er hier geparkt wurde. Nein, Radio aus. Ich will nicht wieder Copyright Dalf haben. Nein! Oh, das war so knapp. Ich weiß, dass ich gut Auto fahren kann. HDF. Die GTA-Steuerung ist mir einfach viel zu träge, Mann. Ah, doch, ich muss ihn, glaube ich, killen. Da sind irgendwelche Leute. Da ist Michael. Faustin ist da drin. Gut, wir haben eine Mail von Dimitri. Das kann ich nicht auf meinem Rechner lesen, weil es echt zu verpixelt ist. Nico, es dürfen keine Fehler passieren.
Mikael ist ein gefährlicher Mann. Ich hab dir vom Club was zu deinem Schutz hinterlassen. Na, lieber nur mit einem Dings. Ah gut, eine Weste, stimmt. Was hast du gesagt? Gut, eine Weste haben wir bekommen. Die brauchen wir auch, die Mission ist verdammt hart. Wie spät haben wir es? 22, 8 Minuten kann ich noch. Mr. Faustin ist da drin. So, schön, gleich mal die hier nehmen. Und dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, muss man den echt killen? Nico. Nico Belli. You and Dimitri are taking over now. This is not about taking over. You brought this on yourself. You push things too far. You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when he killed Vlad. Dimitri. Dimitri. My brother. My brother. You see this? Siehst du das? This tattoo says. Dieses Tattoo zeigt, dass wir Brüder fürs Leben sind. And now he betrays. Und jetzt verrät er mich. You. Du hast ihm keine Wahl gelassen. Du hättest dich beruhigen sollen. Spast. Niemand, auch nicht Dimitri, sagt mir, ich soll mich beruhigen. Glaubst du etwa, Dimitri hätte den Knast ohne mich überlebt? Und mich wäre aus einer Knastmieze geworden. So. Ein Stück Fleisch für irgendeinen Muskelprotz. Er würde genagelt werden, meint damit. Noch bin ich nicht tot. Es gibt noch welche, die zu mir halten. Der Rechte ist voll scheiß animiert. Wachen. Okay, jetzt gib's auf die Fresse. Tot. Schön in den Head rein. Männer, ich brauche euch. Viele Jahre Kott haben sich ausgezahlt. Cash, Cash, Cash. Weapons. Flieht ihm nach. Verpiss dich, Mann. Au, au, au. In den Herd rein. Hier ist er, glaube ich, lang. Hoch, lauf, lauf, lauf. Ich will den Penner nicht hin. Oh, Mann. Ich bin der Schütze, ey. Mann, die haben alle nur Knarren, Alter. Vielleicht sollte ich mein Maschinengewehr nicht dafür, meine Maschinenpistole dafür nicht aufbrauchen. Mann, red mir nicht dazwischen, du Wichser! Wer schießt denn da? Jetzt hätte ich gerne Granate. Boah, fast hätte ich in sein Herd reingeknallt. Soll der da runterfallen? Ja, lieber speichern. Ist 25, ich kann auch 5 Minuten aufnehmen. Das werde ich auch. Wisst ihr warum? Keine Ahnung. Ganz ehrlich gesagt, keine Ahnung. Seine Waffe ist runtergefallen. Ist das ein Molotow-Cocktail? Ne, das überlebe ich nicht von hier, glaube ich. Ne, ich will nicht wieder irgendwo runterfallen. Und oh. Faustin is dead. You did a good thing. A hard thing. But a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Irgendwas war doch jetzt. Oh, bitte nicht. Gut. Ach, das ist eine fliegende Ratte. Oh, no. Noch 199. Was haben wir denn hier Schönes? Und eine Rolle. Roll dich ab. Spasti, Alter. Also hier ist einfach nur ein Club anscheinend. Wir haben da noch beim B eine Mission. Ey. Ey. Ach, da ist schon einer drin, oder hält er an? Er fährt weiter. Es regnet, es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Kein Auto, kein Taxi, kein gar nichts. Taxi. Du blöder Huren.
Na gut. Danke, Schwanz. So, dann fahren wir jetzt zum B. B wie Brüste. Boah. Ah, 27, noch 3 Min. Bing Pong. Oh, durch die Mitte. Und nein. Na. Nein. Ne, ich will noch schnell die Insel hier fertig machen, weil ich glaube, so viele Missionen sind das gar nicht. Ja, ich warte, bis er mich anruft. Solange will ich eine andere Mission machen. Nein! So, hier warten wir. Dann würde ich jetzt hier schon mal gerne einen Cut machen, vorsichtshalber. Und dann sehen wir uns gleich. Euer Dub, bis gleich bei Brucey. Bye!